Willkommen zurück zu Roblox und heute spielen wir eine Story namens High School. Genau, eine Story, die ja vergessen wurde. Ein bisschen so, ne? Und sogar ich bin... Oh, es ist ja... So, jetzt habe ich mal gemacht und hier sieht man mich auf Platz, ich glaube 7 oder so, mit 14 Siegen. Und hier, ich habe 7820 Münzen und ich bin auf Platz 8, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber wir müssen hier reingehen. Der Bus fährt in 10 Sekunden los. Willkommen, Hagebau Pokémon. Ich hoffe, du hattest einen schönen, was weiß ich. Mein Name ist Mike und wir werden jetzt zurück zur Schule fahren. Los geht's. Willkommen in der Highschool, mein Freund. Okay, hallo, wer bist du? Achso, du warst eben dieser Busfahrer, nicht wahr? Ja, hier Teilnehmer? Teilnahme? So, geht mal alle in den Klassenraum. Ich frage mich, ob manche Sachen auf Deutsch sind, manche Sachen auf Englisch. Das war letztens nicht so egal. Ich war hier noch nie. Ich war wirklich hier noch nie. Und das scheint wohl unser Lehrer hier zu sein. Er hat sogar einen Bart und ist so ein Noob. Okay, alle zusammen. Ja, setzt euch doch mal hin. Ja, ja, ich habe mich schon mal hingesetzt. So, Teilnehmer. Lass uns Anwesenheit prüfen. Die Anwesenheit prüfen. Wer alles mal da ist heute, nicht wahr? Also, dann frage ich doch mal einfach mal ab. Hagebau Pokémon, bist du da? Ja, ich bin da. Also, mich kannst du mal aufschreiben. Ich bin auf jeden Fall da. Also, schreib mich doch bitte auf, ne? Also, ja, genau, genau, genau. Hagebau Unterstrich-YouTube, der ist nicht da. Das ist mein kleiner Bruder. Oder mein Bruder, der ist ein bisschen kleiner als ich. Der ist nicht da, so. Der ist nicht mitgekommen. Der hatte keine Lust, also, ja. Gut. So, dann setzen wir uns mal wieder hin, ne? Was passiert hier denn? Es ist dunkel. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Warum ist es auf einmal so dunkel? Das Licht. Laufen, wir sollen laufen. Da ist was Rotes. Da sollte man mal nicht hinlaufen, weil da ist das Monster. Und es ist gar nicht gut. Was war das denn gerade? Da war irgendein komisches Monster stand da vor der Tür. Ich habe mich gar nicht mal getraut, da rauszulaufen. Ja, lass uns mal... Oh, da steht Help, habe ich gar nicht gemerkt. Und der Lehrer ist weg. Ja, lass mal alle in den Klassenraum gehen und lass mal über irgendwelche Sachen reden, die hier passiert sind, ne? Genau, und ich sammle jetzt mal hier die ganzen Münzen ein. Nämlich, ja, so ein paar Leute sind ja, vermisst gegangen oder manche Leute fehlen. Und ja, wir sammeln aber erstmal ganz gemütlich die Münzen ein. Ja, wir sollen auf irgendwas draufdrücken, irgendwie, weil vielleicht was ein Hinweis sein könnte. Und da sollen wir halt draufdrücken. Vielleicht finden wir ja über irgendwo einen Hinweis, wo irgendwas davon steht, von was passiert ist heute Nacht. Hier ist Blut. Und Ketchup natürlich, meine ich. Ist natürlich Ketchup. Und ich habe irgendwas gefunden. Jetzt ist die Tür geöffnet worden. Also, ja, die ist jetzt geöffnet worden. Dank diesem, nicht, wie ist die Tür aufgemacht worden? Egal. Wegen Ketchup wahrscheinlich. Ich weiß aber nicht. So, hier war auch noch eine Münze in diesem Luftschacht, was auch immer das ist. Jetzt müssen wir hier rein in diese Tür, ne? In dieser Tür. Und hier sollte ein Schlüssel sein. Ja, der sollte hier irgendwo sein. Da schon mal nichts. Der Schlüssel ist hier, genau. Der Schlüssel ist hier. Da muss man dann drauf drücken, glaube ich, ne? Jo, Hagebau-Pokémon hat den Schlüssel gefunden. Sehr cool. Und die Tür ist geöffnet. Ist hier noch was? Ich glaube nicht. Und wir müssen jetzt abhauen hier, ne? Weil irgendwas komisches Schwarzes ist da. Und da wäre auch noch eine Tür gewesen. Wir dürfen jetzt bloß nicht hier runterfallen. Wenn wir da runterfallen, dann muss ich das ganze Video nochmal neu machen. Und da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Ja, wir müssen schnell machen, also macht schnell, damit ihr nicht von diesem schwarzen Dings Nebel mitgenommen werdet, sag ich jetzt mal. Beeil dich, ja, ich bin ja schon drin. So, wir haben jetzt genau 8000 Münzen. Oh, da war noch eine Münze, die habe ich gar nicht angesammelt, ne? Wow, dramatisch. Also heftige Musik auf jeden Fall. Was ich auch immer sehr gerne mache hier ist, hier ist ein Basketball, hintun, hinschießen, was auch immer. Hier, warte, hallo? Das klappt scheinbar jetzt nicht. Doch, doch, doch. Jetzt. Komm, komm, komm. Basketball. Und dann hier drauf springen. Okay, das klappt nicht. So, ich habe gerade nicht gelesen. Ja, komm, wir schlafen jetzt mal. Wir legen uns mal hin. Und ja, dann machen wir morgen weiter. Es ist Zeit aufzuwachen. Ja, das ist doch mal gut. Hier ist noch eine Münze. Und hier ist... Oh, da sind noch Münzen.
ist auf jeden Fall Zeit aufzuwachen. Und ja, wir hatten noch nicht einmal irgendwas gegessen. Also nie, wir haben noch gar nichts gegessen. Dann lass uns doch mal zur Cafeteria laufen. Und die sollte ja hier irgendwo sein, ne? Ja, ich glaube, die haben wir irgendwann gesehen. Da waren ein paar Münzen, so vier kleine Münzis. Und in der Ecke ist auch noch mal eine Münze, die holen wir auch mal. Und genau, die Musik ist auf jeden Fall sehr cool. Und Leute, ich habe, glaube ich, vergessen zu sagen, dass das Spiel ein bisschen gruselig sein könnte. Ne, habe ich vergessen. Also, na, sage ich jetzt mal. Also, es könnte noch mal gruselig werden. Aber auch nur vielleicht, ne? Und wenn ich mehr von solchen Stories machen sollte, dann schreibt das mal in die Kommentare oder lasst ein Like da. Bei 5 Likes kommt die nächste Story irgendwann mal. Oh, hier ist eindeutig etwas Schlimmes passiert. Ja, es ist wirklich irgendwas passiert. Ist mir gar nicht aufgefallen gerade. Man kann hier sogar ein bisschen Parcours machen, dass man hier nicht im Boden berühren darf. Hier haben wir ein schicken Ding. Und den würde ich jetzt mal nicht essen. Das sieht angebissen aus. Und ja, das sieht, riecht auch nicht so gut. Also, werde ich lieber nicht essen. Das Essen schmeckt wirklich seltsam. Ja, ich sag doch, ist das nicht. Wer bist du überhaupt? Oh, das ist Schwarzes. Das ist Schwarze, was weiß ich, was das ist. Oh Leute, ich habe einen neuen Kanal, nämlich Hagebau. Was ist hier jetzt passiert? Weiß ich jetzt nicht. Neuen Kanal, Hagebau Pokémon Opening. Und da kommen jede paar Tage ein Opening-Video über Pokémon-Karten, über Fußballkarten oder noch mehr Packs. Ne? Da kommen bald Videos. Lass mal zurück und unsere Freunde wiederfinden. Ja, das ist eine gute Idee. Wir warten im Flur vor dem Fitnessstudio. Ah, da, wo die zwei Münzen waren, ne? Ja, da müssen wir jetzt hin. Und ja, gut, da kommen wir nicht mal rein. Ich hätte hier vielleicht noch Basketball mitgenommen. Hier sind nochmal zwei Münzen. Wie viel Geld bringen die? 10, okay. Aber die Tür geht nicht auf, die ist zu. Das sind auch nochmal Münzen. Ja, da sollte man auf jeden Fall rein, glaube ich. Echt jetzt? Power ist wieder aus. Oder out, wie es hier jetzt steht. Gut, dann sammeln wir mal die Münzen auf. Er ist hier da. Lauf. Lauf von deinem Leben. Oh, das ist ja wirklich. Oder ist wieder dieses Monster, Leute. Das ist dieses Monster, was ich meine. Ja, okay. Hier sind auch nochmal Münzen. Also eine Münze. Die bringt auch sehr viel Geld. Vor allem hier diese Münzen bringen richtig viel Geld. Ich glaube 30. Wir müssen raus, aber die Türen oben sind verschlossen. Finde einen anderen Ausgang. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Ausgang. Ne, wir sammeln jetzt erstmal die ganzen Münzen. Und ich habe dann auch ein Tutorial, wo die ganzen Münzen sind. Und hier ist auch wieder mal noch eine Münze. So, lass doch mal in die erste Tür gucken. Vielleicht könnte es helfen. Vielleicht ist da irgendwas drin, ne? Was uns weiterhelfen kann. Genau. Das ist genau da. Hier in dieser Tür. Und hier sollte jetzt irgendwas sein. Ja, da ist so ein Power Generator oder was auch immer das ist. Ein Lichtswitcher, Lichtschalter habe ich gefunden. So, lass mal gucken, was in der zweiten Tür ist. Hier ist nochmal eine Münze drin. Mehr ist hier scheinbar nicht, ne? Hat er die Münze genommen? Ja. Nee, hat er nicht. So, dann müssen wir hier diesen Schlüsselwund finden. Eigentlich ist es ein bisschen Ja, doch, brauchen wir. Sonst können wir nicht durch diese Tür. Hier muss man nicht durch. Hier gibt es nur bloß noch ein paar Münzen, aber die will ich nicht. Hier sind noch mal ein paar Münzen. Ich glaube 10er Münzen. Jupp. Und das ist scheinbar jetzt hier der Wartungsraum. Und hier ist eine kleine Parcours oder große Parcours. Auf jeden Fall ist es eine Parcours. Wenn man da runterfällt, dann ist man tot. Also, oder dann ist man am Ende, meine ich natürlich. Ne? Das sind auch noch mal ein paar Münzen, die nehmen wir auch mal mit. Aber wenn man halt runterfällt, dann hat man noch mal eine Chance, wenn man nicht die Münzen aufsammelt. Was ein wichtiger ist, die Münzen oder ein Win. Natürlich ist der Win mir wichtiger, für dieses Video zumindest. Aber ich sammle trotzdem ein paar Münzen, damit es ein bisschen spannend ist. Ne? Das Video geht auch schon 9 Minuten, also ist wirklich, glaube ich, schon das längste Video. Und das haben wir geschafft. Jetzt können wir noch diese Münze einsammeln. Wie auch immer man hier das macht. Ich glaube, dann, ja, stirbt man auch. Also egal. Vergessen wir das mal. Gibt's drei Wege. Nehmt nicht die Mitte, auch wenn da eine Münze ist. Das bringt euch nichts. Da ist ein Gitter und dann, ja, wird man besiegt. Dann fällt man um. Ja, genau. Beeil dich, mein Freund. Wer auch immer du bist, ne? Jetzt nochmal runter. So. Und hier unten sieht man, hier ist ein Gitter. Boah, ich hab voll. Folge dem Licht. Ja, ich werde jetzt dem Licht folgen, auf jeden Fall. Und da sind auch noch ein paar blaue Münzen. Die bringen aber nur 20. Ich hätte gedacht, die bringen irgendwie viel mehr.
Warum springe ich so hoch? Ist es normal so, dass man hochspringt? Ich weiß nicht. Aber wir müssen den Lichtern folgen und das Video geht schon 10 Minuten. Ist es nicht heftig? Das längste Video bisher. Bald kommt vielleicht auch mal ein Tower Defense Simulator Video. Könnte mal kommen. Aber nur wenn vielleicht dieses Video 8 Likes bekommt, dann kommt mal irgendwann Tower Defense Simulator Video. Aber vielleicht. Ne? Vielleicht schaffen wir das ja, dann mache ich irgendwann mal eins. Und auf jeden Fall noch irgendeine Story. Und ich habe die Story komplett alleine gemacht. Das war auch nochmal eine Schwierigkeit. Und ja, ich glaube, das ist sogar einfacher. Dann hat man mehr Münzen, ne? Dann kann man höher kommen in den Münzen, Top 10, die am meisten Münzen haben. Oh, guck mal, da ist ein Feuercamp-Ding. So ein Feuerstelle, eine Feuerstelle. Oh, stimmt, hier ist noch eine Münze. Und da ist ein Zelt. Das sind zwei Zelte und ein Feuer. Oh, da ist dieser Busfahrer, also Lehrer. Warte. Was machst du hier? Also, kannst du mir mal sagen, was du hier machst? Also, es ist doch Zeit, zur Schule zu gehen. Das ist nicht gut so. Nein. Er ist das Monster die ganze Zeit gewesen. Oh nein, to be continued. Sehr cool auf jeden Fall. Das war's mit dieser Story. Echt Minuten Story heute hier. Und wir haben jetzt 15 Wins. Ihr 15 Wins. Wir sind aber noch nicht weiter. 16 Wins hat er. Was? Drei Leute haben 16 Wins. Wow. Bei den Münzen haben wir, glaube ich, auch einen aufgeholt. Ja, wir holen gleich auf jeden Fall einen auf. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ciao, ciao.